Danke, okay, geht's schon. Also das Ganze ist von Not heraus entstanden, eigentlich. Wir waren eine WG und haben wenig Platz gehabt. Also jetzt muss man irgendwie möglichst wenig Platz, möglichst viel Fuß unterbringen. Und die Idee war eigentlich die Cocktailmaschine. Also wir waren ja schon mal bei der Robo-Exotik als Besucher dabei und haben gesagt, wir möchten aber mitnehmen. Und jetzt soll irgendeine Tischkonstruktion werden, außerdem holt man im Flüssigkeitsstrom keine Ventile oder Pumpen drinnen haben, weil es in der Zeit zu sau, dann nehmen die Box ja auch nicht mehr pushen. Und jetzt war die Idee, Druckluft zu verwenden und um die Flaschen quasi hineinzublasen und so die Flüssigkeit zu verdrängen. Jetzt ist nur die Herausforderung, umso leerer die Flaschen wird, umso mehr Druck kann sie speichern. Das heißt, man muss das Leervolumen von der Flasche schätzen und um das Korrektur rechnen. Das wird immer auf dem Laptop. Okay, wenn man es auch mal da oben, dann ist der Eder. Welche Blitz machst du eh noch?